Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Doppeltgewinn mit Goldaktien und Silber. Disclaimer. Ja, zwei Ereignisse liegen vor uns. Sicherlich langfristig noch viel mehr, aber fangen wir an mit dem ersten Ereignis. Anstieg von Silber bis $50. Einschließlich einer Goldaktienmania bis Ende 2021, Anfang 2022. Vermutlich mit einer anschließenden Korrektur. Diese Phase dürfte charakterisiert sein, dass es noch ein Bankensystem gibt, im Prinzip mehr oder weniger noch stabil ist. Das heißt wiederum, man bekommt noch Silber zum mehr oder weniger offiziellen Marktpreis. Wobei natürlich die Premiums, denke ich mal, vermutlich mit steigendem Silberpreis auch wiederum ansteigen, es also teurer wird. Aber generell hat man noch Zugriff auf Silber. Also das Ereignis 1 ist im Wesentlichen ein enormer Goldaktien-Spike, der hier auf der rechten Seite eingezeichnet ist, den auch die Chartisten vermuten. Dieser Goldaktien-Spike korrespondiert mit dem totalen Goldaktienrückgang von 2011 an. Also man arbeitet sich sozusagen aus dem Boden, den wir jetzt seit 2016 gebildet haben, so langsam raus. Also das hier ist der Goldaktien-Goldindex, das das Verhältnis der Goldaktien gegenüber Gold beschreibt. Und wenn es eben sehr tief ist, die Kurve, sind die Goldaktien im Verhältnis zum Gold super billig. Also jetzt, und das ist eben die große Chance, dass wir zu diesen Preisen noch Goldaktien kriegen können. Jetzt, was vermutlich vor uns liegt, ist dieser Spike, der bis Ende 2021, 2022 reinreichen könnte. Wir werden es sehen, aber es ist ein lange ansteigender Goldaktienbullenmarkt, was man wirklich als dezidiertes Ereignis interpretieren kann. Das Ereignis 2 ist, dass grundsätzlich die Chartisten auch denken, dass es langfristig eine Silberpreisspitze von $450 oder mehr, vielleicht bis 2028 gibt. Kann auch früher sein, weil sie müssen ja sehen, dass zum Beispiel es kein Silber zu kaufen gibt und mit einmal Schwarzmarktpreise bzw. Mondpreise für Silber bezahlt werden. Ja, mit einmal, es gibt kein Silber zu kaufen und sie müssen 500 Euro hinlegen. Ich denke, das werden wir erleben. Und deswegen muss man am Ende physisches Silber haben. Aber in dieser Phase sind wir eben noch nicht. Wir sind eben vor der Phase 1 oder gerade am Anfang des Ereignisses 1. Ich beschreibe hier das zukünftige Ereignis 2 nochmal weiter im Punkt. Weiter Existenz des Bankensystems ist zunehmend fraglich. Im Grunde genommen muss jeder jetzt selbst eine Bank werden, muss physische Edelmetalle, andere Wertgegenstände und natürlich auch Bargeld haben und generell transaktionsfähig sein. Aber er muss mehr oder weniger selbst die Funktion einer Bank übernehmen. Da führt meines Erachtens kein Weg vorbei. Auch können Minen dann in dieser Phase verstaatlicht werden, beziehungsweise es kann Investitionsverbot für Ausländer geben, wenn beispielsweise Kanada merkt, dass sie doch unheimlich viele Schulden haben und unheimlich viele Assets im Kopf und die ganzen Ausländer wollen deren Ressourcen, Assets kaufen. Es könnte unterbunden werden. Noch sehen das die Regierung nicht so, denn die Goldaktien sind absolut noch billig, absolut nicht auf den Radar der Regierung etc. Das mag sich dann ändern, wenn die Kurse gestiegen sind und das ist im Grunde genommen für jeden sichtbar sind. Und wir denken eben, ab Silber $50 sind die Goldaktien im vollen Swing. Sie sind dann vom wenigen Cent-Bereich in den Mehr-Dollar-Bereich gestiegen und steigen und steigen und steigen. Und das bleibt dann auch keinem verborgen. Also das Resultat dieser beiden Ereignisse, beziehungsweise der Verkettung dieser beiden Ereignisse wäre,
Nur als Vergleich, wenn Sie jetzt 100 Euro investieren, bekommen Sie ca. 4 Silberunzen. Wenn Sie allerdings jetzt 100 Euro in Goldaktien investiert und die um einen Schnitt, um vielleicht das 30-fache steigen könnten, würden Sie dann bei Silberpreis von 50 ca. 3.000 Euro haben. Und wenn Sie dann für diese 3.000 Euro Silberunzen kaufen, müssten Sie dann ja 50 Euro hinlegen, was Ihnen dann 60 Silberunzen bringt. Das heißt, mit Hilfe des Goldaktienhebels können Sie so also 10-mal mehr Silber kaufen, ungefähr, einfach roundabout. Sie bekommen also für die ursprünglich investierten 100 Euro ca. 50 Silberunzen, so als Pi mal Daumen. Und das ist eben die große Bedeutung von Goldaktien. Sie können zum einen haben Sie dann am Jahresende oder Anfang nächsten Jahres wesentlich mehr Geld. Es ist auf alle Fälle besser als irgendwelche Bargeldeinlagen etc. Sie können mehr Silber kaufen, proportional, wie wir hier festgestellt haben, vielleicht bis zu 10-mal mehr Silber. Und Sie sind jederzeit flüssig. Das ist eine attraktive Sache. Und also Sie haben da eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie können Ihre Silberunzen maximieren. Und bei Silber beginnt dann ja dann eigentlich erst die Party. 50 Dollar Silber ist am Ende nicht viel. Aber ich denke mal, Goldaktien sind an diesem Punkt vermutlich ausgereizt, beziehungsweise das Risiko wird zu groß. Deswegen haben wir hier über das Ereignis 2 so gesprochen. Dieses Ereignis 2 hat Risiken. Es muss nicht so kommen, es kann aber. Und wir sollten immer, sage ich mal, den schlimmsten Fall einkalkulieren. Ja, hier nochmal ein Chart zu Silber, wie sich das Statisten so vorstellen. Ja, diese Tasse beginnt sich zu schließen. Das ist der nächste Spike, der bevorsteht. Der geht dann in Richtung 50, vielleicht 52, andere sagen 48 Dollar, gefolgt von einer Korrektur, wie ich vorhin gesagt habe. Das ist für den Silberpreis nicht schlimm, wenn 55 Dollar dann auf vielleicht 35 oder so fällt. Es ist aber schlimm für Goldaktien. Daher ist es wichtig, dass wir diesen Move zu dieser Linie hier, zu diesen ca. 50 Dollar, die Goldaktien verkaufen. Idealerweise kaufen Sie dann schon auf dem, wenn die Goldaktien steigen und steigen und steigen, schon während dieses Anstieges vermehrt Silber. Aber möglicherweise gelingt es Ihnen oder mir eben auch, dass wir diese Korrektur nutzen können. Wir haben hier unsere Goldaktien verkauft. Silber 50 müssen Sie sich merken. Dann wird es dünn für Goldaktien. Und möglicherweise haben wir dann, können wir dann die Bargelderlöse nutzen, um dann in den fallenden Silberpreis nochmal Silber unter 50, vielleicht bis 30 Dollar kaufen zu können. Das ist aber kritisch. Sie müssen gleichzeitig darauf aufgehen, sonst ab Silber 50, dass das auch so eine Signalwirkung hat, dass die ganze Welt Silber haben will. Und man kriegt es einfach nicht mehr. Also diese beiden Varianten können stehen. Also da wir keine Glaskugel haben, müssen wir mir das so darlegen. Sehr wahrscheinlich kriegen Sie bis Silber 50, kriegen Sie noch Silber. Danach geht es entweder hier noch eben diesen Weg so weiter, wie wir das gewöhnt sind, und Sie kriegen eben doch Silber wieder für 30 oder 35 Dollar gekauft. Muss aber nicht so sein. Kann die Premiums kann steigen, Sie kriegen kein Silber zu kaufen. Und der Anstieg auf 450 Dollar kommt sofort im Anschluss. Das ist möglich und das entspricht auch der Situation, die wir 1979 hatten und 1980, da ist damals Silber auch im einen durch von 5 auf 50 Dollar gestiegen. Das heißt übersetzt, 5 auf 50 Dollar, heute einfach eine Null ran, von 50 Dollar auf 500. Das kann passieren, das ging in einem Jahr. Das kann sich heute keiner vorstellen, dass sowas passieren kann, von 50 auf 500 in einen durch. Aber wenn die Verknappung enorm ist, alles wollen, es kein Angebot gibt, werden solche Preise gezahlt, weil jeder will ins Silber. Und uns gegen diesen Fall zu sichern, sollten Sie schon die Masse Ihrer Goldaktien gegen Silber bis zu diesem Punkt 50 Dollar verkauft haben.
Ja, hier nochmal eine Kurve, die ich sehr interessant finde. Das zeigt das Verhältnis von Silber zu Aktien, in dem Fall des Standard und Poor. Und Sie sehen, solche Silbermania gab es im Grunde genommen eigentlich erst einmal, 1979, 1980. Dort war am Ende Silber extremst überbewertet gegenüber Standardaktien. Und wir müssen davon ausgehen, dass diese Spitze jetzt sogar noch überboten wird. Und aktuell, wir waren noch nie so tief in dem Verhältnis wie jetzt. Vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind auch hier unter 1970 oder sonst was. Und das heißt, die Fallhöhe von Standardaktien, also Google, Apple und sowas alles, ist einfach gigantisch. Die ist 99% gegenüber Silber. Das heißt, wir müssen jetzt den Mut haben, eigentlich dieser normalen Aktienwelt Goodbye zu sagen. Wir reiten diese Silberwelle. Wenn diese Spike-Wiederholung ansteht, werden wir zusehen, dass wir unser Silber gegen Top-Aktien und andere Werte, Sachwerte wie Häuser oder andere einkommensproduzierende Vehicles verkaufen. So wäre es 1980 richtig gewesen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten damals diesen Silberpreis ausgenommen, diese allgemeine Mania verkauft und Sie hätten einfach gute Fonds gekauft, gute, stabile, einkommensbringende Aktien. Sie hätten davon ewig leben können. Das ist die Rückblende von 1980. Ähnlich wird es passieren, aber diesmal müssen wir auf alle Fälle auch mit irgendwelchen Formen von Währungsturbulenzen rechnen. Der Euro könnte verschwinden und nicht, dass dann die Buchgewinne mit verschwinden. Aber vermutlich wird es irgendeine Form von einkommensproduzierenden Aktien auch wieder geben oder sich wieder bilden. Ja, deswegen habe ich hier auch zum Beispiel in der Exit-Strategie eine Übersicht über Aktien und gute Fonds gemacht, die man in dieser Situation, wenn Silber spiked, wenn alle um jeden Preis Silber halten, vermutlich ist es Silber dann irgendwo bei 400, 500, vielleicht in der Spitze 1000 heutige Dollar Kaufkraft. Das ist der Umkehrpunkt, wo man dann sein Silber verkaufen muss. Also das muss gelingen. Und diese Goldaktiengeschichte dient eigentlich nur dazu, uns auf diesen Silberspike optimal vorbereiten. Hier machen wir in dieser quasi, jetzt wiederholt sich das, in dieser Phase machen wir mit Goldaktien, nutzen die extreme Unterbewertung von Goldaktien auf. Silber steigt noch nicht stark, nur so ein bisschen, vielleicht auf 50 Dollar, so quasi sinngemäß. Wir haben riesige Gewinne. Wir investieren das in Silber. Möglicherweise kommen systemrelevante Sachen. Jeder will Silber um jeden Preis danach haben. Und wir haben diese absolut gigantischen Bewertungen. Und sobald wir die haben, kauft man sich davon eben andere Sachwerte und dann unter Umständen wieder Top-Aktien und Top-Fonds. 1980 hätte das funktioniert. So mehr oder weniger wird es diesmal auch machen, aber wir müssen uns eben vor möglichen Bankencrash, systemischen Risiko schon schützen. Das wird nicht so, das war damals, dieser Silberpreisanstieg war eigentlich mehr oder weniger ein isoliertes Ereignis in der westlichen Welt. 1980, das amerikanische Imperium war noch in Ordnung, es war noch handelbar, die Sowjetunion war vom Kollaps und konnte sich auch deshalb allein noch ziehen. Das ist diesmal alles ein bisschen anders. Deswegen glaube ich aber auch, dass die Kaufkraft des Silberspikes am Ende für eine kurze Zeit gigantisch sein wird. Also rechnen Sie am Ende mit 500 und 1000 Kaufkraft für eine ganz kurze Zeit. Und das ist der Schlüssel, wo wir dann, wie gesagt, unser Silber umsetzen müssen. Ja, okay, nur so viel dazu. Ja, was kann man jetzt noch tun? Ja, ständig Top-Penny-, Gold- und Silberaktien nachkaufen. Hier ist ein Beispiel, eine Silbers-Projektgenerator aus Kanada, der hat sich schon mehr als 20 Mal besser als Gold selbst seit dem Corona-Tief entwickelt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 20 Mal besser als Gold. Und in Zukunft dürfte diese Aktie um insgesamt 100 Mal besser als Gold gestiegen sein. Also das heißt,
Wenn Gold vielleicht auf 2000, 2300 steigt, steigt diese Aktie vielleicht am Ende auf 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar 5. Und dann haben Sie so viel mehr Performance gemacht, als Sie hätten überhaupt mit Gold machen können. Das meinen wir mit dieser Aussage, Gold und Silber maximieren mit Hilfe dieser Goldaktien. Das nur als Beispiel. Das ist natürlich ein idealer Fall. Das ist auch schon gut gelaufen. Und die Rückgänge bei Goldaktien hat die Aktie auch nicht mitgenommen. Wir haben damals über diese Aktie, die war immer erwähnt worden. Also das ist ein Glücksgriff. Und ja, hoffen wir, dass die, wie gesagt, in den Mehr-Dollar-Bereich bald steigt und vielleicht sogar Richtung 3 bis 5 geht. Das steht vielleicht dieser Aktie auch erst noch bevor. Das ist natürlich ein höheres Risiko. Und das ist das, was man eben jetzt auch noch tun kann, diese Nachzügler kaufen. Also das ist ein Goldprojektgenerator, wo der Quentin Henning, ein berühmter Geologe, mit an Bord ist, der auch in alle Munde ist. Und das führt natürlich auch zur Aufmerksamkeit der Investoren. Die haben drei interessante Goldprojekte in Kanada und ja, waren schon mal sehr hoch, die Aktie. Sie beginnt jetzt aktuell auszubrechen, hat eine Marktkapitalisierung irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen, also winzig. Aber sage ich mal, mit Quinton Henning an Bord, mit relativ guten Gebieten in Kanada, wenn dann Gold über 2000 Richtung 2500 steigt, wir hoffen ja bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ist es gut möglich, dass diese Aktie, die aktuell nur 25 Cent kostet, auf 2, 3, 5 oder sogar im Extremfall auf 10 Dollar steigen könnte. Ja, und sowas kann man jetzt oder sollte man zurzeit einfach nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Nicht auf eine Aktie festlegen, weil das Risiko ist dementsprechend, aber diesen Typus einfach kaufen. Goldaktien mit einer guten Story, mit guten Ressourcen, wenn möglich in einer sicheren Jurisdiction wie Kanada und hoffen, dass sie in den Mehr-Dollar-Bereich geht und davon kaufen sie dann unter anderem Silber, wenn Silber Richtung 40, 50 steigt oder eben auch Sachwerte, was auch immer sie wollen. Ja, das ist die Grundüberlegung zu Goldaktien. Und Goldaktien, das dürfen Sie nicht vergessen, sind absolut extrem im Vergleich zu den physischen Metallen unterbewertet. Deshalb dieser Fokus auf Goldaktien. Und jetzt, wenn jetzt Silber einfach nur so ein bisschen und Gold ansteigt, dann beginnen die aufzuholen, laufen dann irgendwann pari und überschießen auch sozusagen. Sagen wir von einer extremen Unterbewertung. Ungefähr läuft das dann gleich mit Gold und dann geht das gesamte Investoren rein. Da sind Goldaktien enorm überbewertet und sie können dementsprechend mehr Gold und Silber kaufen. Wie ich ja bei der letzten Aktie gesagt hatte, am Ende ist sie dann 100-mal besser als Gold gestiegen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich tut das nicht jede Goldaktie, aber einige doch. Ich hoffe so, Pi mal Daumen im Depot, dass 5 bis 10% der Aktien irgendwo dann doch 100 Bäcker gewesen ist und der Rest läuft vielleicht 60%, läuft vielleicht im Mittelfeld irgendwie 10, 20 Bäcker. Und die anderen vielleicht 10, 15, 20% sind relative Versager. Aber auch bei diesen relativen Versager glaube ich, dass man zumindest kein Geld verloren hat. So, also wir machen das Ganze eigentlich deshalb, um irgendwie die Ausbeute an potenziellen 100 Bäckern zu erhöhen, um damit das Gesamtdepot dementsprechend erfolgreich zu machen und dass wir mögliche Verlierer damit auch ausgleichen können. Und das limitiert dann eben doch das Gesamtrisiko. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.